und wir stehen, genau, perfekt, nimmt wieder auf. Wir stehen hier vor Docs Werkstatt und probieren natürlich jetzt auch glatt dass unser süßes kleines Schnabeltierchen mit Hilfe des Keschers aus dem Wasser rauszuziehen. Dann benötigen wir nur noch einen Zebrafisch bzw. einen Tigerfisch. Ich gehe mal davon aus, dass das der Tigerfisch auch ist. Oh, jetzt geht's hier wieder sehr zart. Sehr, sehr zart. Ne? Bitte. Komm schon. Bisschen überspringen hier, dass das nicht gar so lahmarschig ist. So. Den. Nein! Nein! Der Kescher ist weg. So ein Scheiß. Okay, wir haben jetzt zwei Schnabeltiere. Kann ich den Köder vielleicht für den... Nee, den Quatsch, den brauchen wir für den... Komm, Schnabli, Schnabli. Na, holla. So. Okay, so angriffslustig. Wasser vielleicht. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Es sei denn, ich muss jetzt hier nochmal den Schalter betätigen. Oh, gefrorenes Eis. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Gut, dann nehme hier den Rasiermesserfisch. Damit kriege ich es da garantiert nicht raus. Auch nicht, okay. Dann hier... Damit kann ich höchstens ein paar Eiswürfel abklopfen. Ich brauche besseres Werkzeug. Okay, den Spaten vielleicht? Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Kalt! Sehr schön. Manchmal brauche ich glorreiche Ideen. Sehr schön. Somit haben wir nur noch einen. Und das ist unser Schnabeltier, unser Fisch. Ersatzteillad. Genau, jetzt weiß ich, was das ist. Gut. Somit haben wir jetzt 3 von 4 Schnabeltieren. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir an das 4. So. Wasserschnabeltier. Dann müssen wir wieder hier runter. Wie kriegen wir... So, wo ist er? Da, Köder. Angler. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. So. Das sieht halt... Na gut, so. Vielleicht weißt du, so. Kannst ja... So. Gut, dann warten wir jetzt mal ein bisschen. So. Springt er natürlich gleich so wieder rein. Okay. Du kannst nicht mal... Ich wollte... Er liegt an... Was auch. Behaltet ansonsten... Was haben wir denn noch? Was könnte unter Umständen... Glaswasser vielleicht. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Ich bin nämlich sehr wohl... Bist du nicht zum Angeln... Und mit einem Minimum an Gehirn. Okay. Flugschnabeltier, Flusen. Nee, auch nicht. C-Fix. Mit den Flusen können wir doch auch 100% irgendwas machen. Hier vielleicht? Nein, er ist bereits perfekt. Nehme ich zumindest. Okay, können wir die in den Schredder jagen? Ich würde diesen Schredder ja schon, aber nicht mit zu dumm, aber so ist nun. Okay, haben wir hier Lottomat? Dafür brauche ich, brauche und mein. Okay, geht auch nicht.
können wir hier... Dafür brauche ich keine... Ich brauche einen Hund, mein... Das geht auch nicht. Die Brille, die liegt so schön da. Ich will sie sogar mitnehmen. Zip, 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 zip. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine... Oder wofür? Ich will nicht, dass es noch mehr... Es kleben schon genug Flug... Okay. Darüber steht nichts in diesem... Es geht ein... Hier steht außerdem... Das ist schon geschlüpft. Süßwasserfische sind. Jetzt muss ich nur noch das richtige Nest finden. Ah, okay. Ich muss die auch noch ins Nest packen dann. Okay, dann machen wir das. Ist ja schon gut. Ja, Entschuldigung. Das, die, übrigens, die ist kaputt. Willst du nicht mal richten hier? So. Das ist das Nest des Wassers. Dann brauchen wir jetzt das Nest des Feuers. Das war beim Dock, glaube ich. Genau. Dich, kleinen Fracker, setzen wir mal hier rein. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Mhm. Schon irgendwie drollig. Gut, dann auf zum Schloss Bellevue. Dann brauchen wir nämlich hier das Erdschnabeltier. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Mhm. So. Schon irgendwie drollig. Jo, finde ich auch. Okay, ab ins Altstadt-Dingsbums. Und dann kommt hier das Flugschnabeltier rein. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Oh, der schaut aber grimmig. So. Wie kommen wir jetzt an diesen Fisch ran? Ich würde gerne mal wissen, wo der scheiß Kescher ist. Können wir das Flusensieb zufälligerweise mitnehmen? Nein, können wir nicht. Sowas Blödes. Die Windhose ist auch weg. Scheiße. Was machen wir denn dann? Ne, Cordy. So. Dumm, 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 dumm. Gut, wir sind hier. Da ist das Dock. Dann gehen wir nochmal zum Dock. Und ich würde gerne mal wissen, wie kriegen wir jetzt ein Schnabeltier. Ey, wieso schmeißt du den immer weg? So, vergammelte Pillen. Zucker. Wasserglas. Rasiermesser, Fisch. Können wir ihm vielleicht... Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Ich bin nämlich sehr wohl... Bist du zum Angeln und mit... Ja, nee, ist klar. Ich vermute mal, wir müssen, da muss da irgendwas hinstellen, damit der Fisch gleich da drin landet. Bei Bosu komme ich auch momentan irgendwie nicht weiter. Dann würde ich jetzt mal sagen... Meine Ende spüre ich gerade gar nicht mehr. Reden wir mal mit Goal. Das bringt uns aber auch nicht sonderlich viel. Galef müssen wir erst ein Ding antreten.
bräuchte, glaube ich, die Brille für das Fernglas, damit der Typ mich da nicht mehr sieht. Wie komme ich an die blöden Brillengläser ran? Saftpressenhut. Was will ich mit einem Saftpressenhut? Kann ich vielleicht die Gurke mit der Saftpresse verwenden? Oh, Gurke der Erkenntnis. Offenbare dir deine tatsächlich. Weisheit. Geht das wirklich? Tatsache. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Neptun. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Wade einmal sehen? Hä? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Hä? Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Okay, und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Okay. Das heißt so viel wie... Zap und hier. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Ah. Ja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Wade einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Ja, ist klar. Sehen Sie... Sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Nanu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Aha. Hallo. Hallo. Was man sich hier anhören muss. So, jetzt müssen wir doch das eigentlich das Ding mitnehmen können. Aham. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, Ast rein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Mhm. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. So, das heißt so viel, wir können jetzt damit rausspazieren. Och, das tut mir aber leid. So, können wir den denn jetzt benutzen? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Willst du mich jetzt verarschen? Das soll jetzt ein Scherz sein, oder? Halt. Jetzt möchte ich noch was anderes probieren. War mit dem Angler quatschen. Zap, Köder und hier, Angler. Was soll das denn sein? Was mein Spitz? Na gut, vielleicht du kannst. Vielleicht kriegen wir jetzt den Fisch. Komm, nimm ihn hier halt. So ein. Aber der meckert nicht mehr. Funktioniert das jetzt vielleicht doch? Kann das sein? Das interessiert mich jetzt mal. Das jetzt geht. Wir haben jetzt unseren Drachen der Unsichtbarkeit.
Du schon wieder? Scheiße. Ich hab dir doch bin ich ja auch. Ich bin alt. Du hast verdammt. Mist, Mist, Mist. Au. Was ist jetzt los? Was war denn jetzt los? Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Aha. Okay. So, wenn ich jetzt... Hä? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit? Mann, mach dich jetzt nicht fertig. Haben. Das heißt, wieder rein. Au. Oh. Muss ich den vielleicht drinnen anwenden? Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, hier habe ich ihn... Das heißt so viel wie, ich muss ihn hier anwenden. Auf dich selber. Nein. Moment. Vielleicht. Jetzt gehen wir mal nach Klein Venedig.